So, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zu Half-Life 2. Ja, was soll man sagen? Bisher geht es richtig hart ab und jetzt würde ich sagen, unsere Wohltäter geht es direkt weiter. Ohne lange Umschweife. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt gelandet? Ach du Scheiße. Ich nehme mal an, es geht abwärts, weil sonst. Naja, alles andere würde wenig Sinn machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo geht's denn hier hin? Oh nein! Aua. Aua. Okay, mal gucken, wie weit runter ich kann. So, würde ich sagen, schauen wir mal, wo es nach unten, also ne, wie tief es nach unten geht. Und von wo aus es ja weitergehen soll. Nee, hä? Hier sieht schon richtig aus. Hä? Ach so, das. Ich habe gedacht, da könnte man stehen. Zu meiner Verteidigung, ich habe wirklich gedacht, ich könnte da stehen. Auf diesem Rahmen, aber ich konnte es nicht. Sag mal, ja, wo soll es denn hier lang gehen? Ich bin etwas überfragt, wo es hier lang gehen soll, um ehrlich zu sein. Das soll wohl so sein. Okay, also hier kann ich. Ah, so hier rein. Wow. Da habe ich es ja völlig. Okay. Hier geht's hoch. Okay. Wo geht's hier hinten lang? Hier hinten. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir speichern mal, weil ich weiß, dass ich gleich runterfallen werde. Ui, da fällt man aber tief, du Alter. Da fällt man auch mal so richtig tief. Halleluja. Uiuiuiui. Aber wir kommen gut durch. Hier hinten geht's weiter. Oh, was geht denn hier ab? Hallo, kannst du mich mitnehmen? Ne? Okay, dann nicht, I guess. Ah, ich kann mich mitnehmen lassen. Sehr geil. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Wobei ich jetzt schon irgendwie wieder so ein Gefühl habe, das war ein Fehler, aber vielleicht ja auch nicht. Man weiß es nicht. Wunderbar. Ja, es geht einfach in den weißen Raum. Ist völlig egal, was das für ein weißer Raum ist. Ui, hallo. Schön, dass es sich, ja. Ich wollte irgendein Lied anstimmen, aber. Genau. Aber ich muss sagen, sieht unfassbar geil aus. Holy shit. Habt ihr schon Harry Potter gesehen? Oder der der Ringe? Ich nicht. Und ehrlich gesagt, plane ich es auch nicht. Ist das so eine Must-Watch-Serie? So? Also sind das so Must-Watch-Dinge oder eher weniger? Könnt ihr sehr gerne mal entsprechend mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Aber ich weiß nicht, irgendwie so. Irgendwie solche so totalen Fantasy-Sachen, die tun mich irgendwie so ein bisschen abstoßen, irgendwie so. Ich weiß nicht. Das irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Das irgendwie. Finde ich irgendwie nicht so erotisch. Das ist. Das kann ich aber auch nur ganz schwer beschreiben. Aber irgendwie, ich habe da einfach kein Interesse dran, so. Das ist irgendwie. Ganz, ganz schwierig. Irgendwie so, irgendwie reizt mich da dran und nix. Und ne, wenn ich jetzt überlege, so, oh, heute Abend, was gucke ich an, so, weißt du, so, da würde ich niemals dran denken, ja, jetzt gucke ich Harry Potter, irgendwie gar nicht. Das ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Das ist irgendwie auch nicht, also das ist nicht meins, das ist nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Das ist einfach so ein Gefühl, wo ich sag so, dass. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn es so Sachen gibt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bei anderen ist es wahrscheinlich bei Actionfilmen zum Beispiel so. Da sagen sie, boah, Actionfilm, was soll denn das? Sehr langweilig.
So, weißt du, so, die wollen eher eine gute, gehaltvolle Story zum Beispiel haben, so. Und vielleicht hat Harry Potter sowas, halt nur in einem anderen Universum, wo es mir dann egal ist. Kann gut sein. Ich habe auch mal überlegt, sowas ganz Abstraktes zu machen, wie ein Buch zu lesen. Mal wieder. Nur ich hätte überhaupt keine Ahnung, wo ich da anfangen sollte, mal so ein richtig gutes Buch zu lesen, aber irgendwie so, ich weiß auch nicht. Irgendwie so, da fehlt mir einfach was. Da ist irgendwie was, wo ich sag so, nee, das will ich nicht. Beziehungsweise, nee, also das will ich nicht, also da weiß ich nicht, was ich gucken oder was ich da lesen könnte. Ist ganz schwierig. So, diese Kamerafahrt geht jetzt schon relativ lang. Ich habe auf jeden Fall hier keine Kontrolle. Also ich kann nicht sagen, so jetzt steige ich aus. Das geht nicht. Ui. Ladedaten. Das ist sehr nett gewesen. Also keine Ahnung, also ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Aber vielleicht so ein Krimi lesen? Ui. Meine Waffen, nein. Fuck. Das ist also Dr. Freeman. Uiuiuiui. LOL, 200, was? Das ist keine angenehme Überraschung, denn es war zu erwarten und es ist auch nicht angenehm. Nun, ich bin sicherlich Pragmatiker. Fuck you, Alter. Geil. Okay, jetzt können wir anscheinend unsere Gravity Gun auch als Waffe benutzen. Das ist ja Hammer. Das Ding konnten sie nicht infizieren. Geil. Okay, geil. Alle direkt abgeräumt. Den nehmen wir mal mit. Unter anderen Umständen hätten wir mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen zusammenarbeiten können. Ja, das klappt doch nie, du Wichser. Verpiss dich. So. Weißt du, dem hören wir gar nicht zu. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr unten nachlesen. Das war eine Glasdingens. Okay. Okay, weiter geht's. Hier drücken wir einen Knopf und da geht's aufwärts. Toll. Diese Technik. Hohoi, da ging's ab. Das ist wunderschön. Holy shit, ist das wunderschön. Ah, jetzt ist es kaputt. Okay, das ist krass. Das Ding nehme ich mir mal als Andenken mit. Das packe ich auf mein Fahrzeug. Okay, Ladedaten. Krass. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit ich schon im Spiel bin. Das kann sein, dass das Game gleich vorbei ist. Hier ist ein Knopf. Den drücke ich doch direkt mal. Oh Gott. Ich bin hier richtig hart gesandwiched. Oh Gott. Bam, Junge. Oh Gott, hier ist echt die Party los. Bam, Junge.
Oh Gott, hier gibt's Richter auf die Schnauze. Digga, diese Kämpfe! Aber die sind auf jeden Fall mal wieder eine geile Abwechslung. Ja, ich muss es hier rüber zur Heilstation schaffen, die hier drüben war. Sonst wird das nicht. Fuck, da komme ich nicht hin zurück. Hallo, ich brauche eine Leiche. Oh Gott, das ist alles richtig schlecht. Oh Gott, ist das hier ein Müll. Oh Gott, ich krieg viel zu viel Schaden. Das ist gar nicht gut gerade. Fuck. Oh Gott, oh Gott. Das ist hier gerade Stress pur. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach lol, hier an den Dingern, da kann man sich... Lol, das check ich jetzt erst. Das habe ich gar nicht gemerkt. Oh, shitty McTiddy, Alter. Ja, das ist halt jetzt... Okay. Halleluja, das wird jetzt richtig intensiv. Da oben der Kampf, der wird hart. Okay, da werden gleich die Gegner herkommen. Das muss ich im Auge behalten. Oder im Hinterkopf oder wo auch immer. Das war mega knapp. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Ja, es ist eigentlich schon zu spät. Es ist Nee, neues Spiel, das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall. Da machen wir direkt mal hier aufs X. Spiel laden. Da gehen wir direkt mal hierhin zurück. Ihre Mentoren sind sicher auch schuld. Meine Enttäuschung über Eli Barnes und dieser Kleine überwiegt das Bedauern über ihre unglückliche Karriere. In gewisser Hinsicht konnten sie wohl nicht anders. Hoho, abgeräumt. Okay, sehr gut. Okay, ansonsten, ich versteck mich jetzt. Mann, die kommen halt immer von allen Seiten, Alter. Das ist immer so dieses Sandwichen. Man kann halt nie sich mal auf eine Sache konzentrieren. Das ist richtig... Okay. Ich bleib jetzt hier einfach in der Ecke. Okay, ich glaube, ich muss da echt nochmal auf den Knopf drücken, kann das sein? Ne, muss ich nicht. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, wieder von beiden Seiten. Wieder. Okay, die Plattform ist gleich da. Okay, dann setze ich jetzt hier an der Stelle mal einen Speicherpunkt. Weil wir haben deutlich mehr AP als beim letzten Mal, glaube ich. Okay, F6, gespeichert. Okay, wir haben... Das haben wir deutlich besser gemacht. Okay, wunderbar. Perfekt, perfekt, perfekt. F6 speichern.
Ganz wichtig. F6 nochmal speichern. Okay, diesmal haben wir's. Diesmal haben wir's. Okay, F6. Wir sind gut dabei. 64 HP und 80 Anzug, da gehe ich mit. Das ist super. Und da werden auch einige Kämpfe kommen. Von wo? Von wo? Von wo? Ich sehe es nicht. Ach du Scheiße, ich glaube, ich hab's. Nee, hab ich nicht. Alter, wie kriege ich denn HP wieder? Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Sie haben so viel zerstört. Aber was haben Sie dafür erschaffen? Fällt Ihnen überhaupt etwas? Oh, huiuiuiui. Weiter geht's. Das war geil. Weiter geht's. Ui, was ist denn hier los? Ja, ich kann's gar nicht genießen. Bam, Junge. Okay, direkt weiter hier. Ich glaube, je länger wir brauchen, desto schlimmer wird's am Ende nur. Niederheilstation speichere jetzt, weil das... Das ist mir sonst zu heikel. Das Überleben der Menschheit gesichert. Nicht nur als das, was wir bisher als Menschheit gesehen haben, sondern etwas ungleich Besseres. Hm. Interessanter Ansatz. Tja. Farm, Junge. Schießen da Ohren, Strider. Okay, das ist krass. Guck, das meine ich. Das sind heftige Fights jetzt, Alter. Ja gut, da kann ich eh nichts gegen machen. Okay, wir tun uns hier vorne mal ein bisschen Deckung hinbauen. Da waren ja noch welche. Ach du Scheiße, der ist ja richtig krass. Okay, da habe ich keine Ahnung, was ich gegen den tun soll. Oh Gott. Da bin ich jetzt gerade total überfragt. Irgendwas mache ich noch konsequent falsch. Hallo, jetzt bitte. Oh Mann. Ja, wo soll ich denn hin? Hä? Ich kapier's nicht. Ja, auch das Ding geht mir jetzt noch endgültig auf den Sack. Das ist doch jetzt richtige Müllscheiße, Alter. Vielleicht ist es auch dafür einfach zu spät schon am Abend. Das kann natürlich auch sein.
Ich habe halt keine Deckung, nichts. Ja, guck dir mal an, was der für ein Damage macht. Was? Das ist so unfassbar. Nun, ich habe das Überleben der Menschheit gesichert. Ja, du hast deine Mutter gefickt, du Bastard, Alter. Ja, guck das mal an, ich krieg doch schon hier... Okay. Wir drücken jetzt F6 und wir haben gespeichert. Okay, den Teil müssen wir also... Hey, Moment mal, der Strider geht? Warum geht der Strider? Hä? Das ist jetzt irgendwie komisch. Was zum Fick? Okay, der ist kaputt, oder was? Sieh, Gordon. Sieh, was du einfach aufgibst. Ist es das wert? Ja, das ist es durchaus wert. Ja, raus hier. Lade Daten. Wunderbar, so gehört sich das. Halleluja, was ein Kampf. Da möchte ich doch schon wieder, weiß nicht, diverse... Hallo? Piss dich, Alter. Hallo? Kann mich das Ding mal mitnehmen, bitte? Hallo? Nicht? Hallo? Nicht? Werde ich nicht mitgenommen? Warum das denn nicht? Ah, jetzt. Warum auch immer. Vorher durfte ich nicht mitfahren, jetzt darf ich mitfahren. Boah, huiuiui, das war wieder ein Kampf, Scheiße, naja, was soll man sagen? Weiter geht's. Ohne lange Umschweife. Aber hier ist mal wieder, Alter, hier ist alles los. Oh, hallo. Schönen guten Tag. Schönen Arbeitstag wünsche ich Ihnen auch. Ach ja. Ist das nicht großartig? Schalalala. Miep, miep. Ah, guck mal, da werden Bilder von mir genommen. Ist das nicht geil? Ach, ja. So, ich glaube, ich esse jetzt ein paar geile Mandarinen. Aua, jetzt habe ich mich an einem Blatt gestochen. Oder besser gesagt am... Na, nicht am Docht, am Stiel. So. Dupdi-dupdi-dup. Wir fahren jetzt hier gerade hoch. Wunderbar. Ja, also Mandarinen sind sehr lecker und da kann man auch mal zugreifen, finde ich. Und ich finde, jetzt ist gerade noch eine gute Zeit dafür und deswegen... Aber holy shit, wie geil das hier aussieht. Das ist schon Baba. Ja, ich habe gestern meine Fingernägel geschnitten und das merke ich jetzt gerade. Naja. Dafür ist jetzt offen. Fantastico. Und hier geht's ab nach oben, hätte ich gesagt, oder? Toll. Ach ja. Oh, wie schön das aussieht. Guckt euch das mal an, Leute, wie hoch das aber auch ist. Guck mal, die Gerda sieht von hier ganz klein aus. Großartig. Lade Daten. So gehört sich da dunkle Energie.
Ja, ich würde sagen, 24 Minuten, da kann ich noch ein bisschen weiterspielen. Das ist, da spiele ich noch ein bisschen einfach weiter, komm. 24 Minuten ist mir zu kurz für einen Part. Und im Zweifelsfall schneide ich das dann einfach weiter. Ich übernehme ab hier. Wehr dich nicht, das bringt nichts. Du kannst nichts machen, bis du da bist, wo er dich haben will. Es tut mir leid, Gordon. Mir auch. Für die Beschreibung nicht aus. Was ich sage, oh, jetzt haben wir hier das große Treffen. Völkermord. Unbeschreibliches Grauen. Grundgütiger. Na, wenn das nicht Gordon Freeman ist. Was ist das? Stellen Sie es darüber. Ich muss Ihnen danken, Dr. Freeman. Erst führen Sie mich zu meinem guten Freund hier. Und dann stellen Sie sich selbst. Ja, ich bin einfach ein sozialer Mensch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier einfach so reinspazieren, hätte ich mir die Suchtrupps ja sparen können. Da ich sie durchaus beide in meiner Gewalt habe, habe ich das Sagen, sollte ich mit den Combine verhandeln wollen. Dr. Breen. Wallace. Ja, Judith, was ist? Wir sollten versuchen, Elis Leben zu schützen, damit er weiter forschen kann. Durch dich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Du bist in der Lage, seine Forschungen selbst zu beenden. Aber naja, weder du noch ich können den Pöbel auf der Straße von seinem sinnlosen Kampf abbringen. Doch Eli weigert sich, das zu sagen, was sie alle retten können. Sie retten? Warum? Eli, wenn du das Rechte nicht für alle Menschen tun willst, tust du es ja vielleicht für einen. Alex, Schatz. Dad. Gordon? Nein. Verdammt, Breen. Lass sie gehen. Ja, Family Reunion. Hier, mein Freund. Verurteilst du mit deiner Sturheit die ganze Spezies zum Untergang, oder gibst du deinem Kind die Chance, die seine Mutter nie hatte? Wag es nicht, sie zu erwähnen. Alex, meine Liebe, du hast die Augen deiner Mutter, aber die Sturheit deines Vaters. Das war noch lange nicht alles. Wirklich? Mal sehen, was dir das am Ziel eines Combine-Portals bringt. Na los, Breen. Wenn du nicht mehr drauf hast, dann zieht uns beide durch dein Portal. Oh, das ist nicht das Schlimmste. Du wirst das jedoch kaum glauben, sobald du da bist. Das ist nicht nötig. Stimmt, das ist völlig unnütz. Zum Glück würde der Widerstand einen neuen Anführer akzeptieren. Und dieser hier ist eine willige Marionette für die, die ihn steuern. Nein. Hör nicht auf ihn, Gordon. Wie wär's, Dr. Freeman? Wussten Sie, dass Ihr Vertrag an den Meistbietenden geht? Gordon würde nie und nimmer mit dir verhandeln. Klar, dass Sie darüber nicht vor Ihren Freunden reden wollen. Schicke ich ihn los, dann können wir offen reden. Lass das, Schatz. Dad, tut mir so leid. Alex, Kleines. Judith, was soll das werden? Wir was wird das? Was ich allein nie geschafft hätte. Wir halten dich auf. Ja. Wache, rein hier! Sie wissen von deinem Verrat und wenden sich gegen dich. Judith, Dr. Mossmann, bitte! Tja, Wallace. Das Spiel ist aus. Lass... Schneller! Dad, halt durch! Narin! Vorsicht, er wird gleich... Nein! Aua. Die Dinger räumen wir direkt mal ab hier. Ich habe extra mal nichts gesagt, weil war eine sehr cool, war eine sehr schöne Szene. Judith, passen Sie auf Dad auf. Nur keine Sorge. Dad, wir sehen uns wieder. Niemals. Komm schon, Gordon. Los geht's. Oh ja. Auf geht's. Gordon. Hoppa.
Wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich weiß, dass du das hier nicht tun musst. Ich muss meinen Vater retten, aber du? Na, danke für die Hilfe. Bitteschön. Mach 3,50. Kann man per PayPal überweisen. Er ist's. Ach, großartig. Ist wieder da. Tschüss! Haha, geil. Das Gravitron. Er hat keine Ahnung, oder? Nee. Ich frag mich, wo er hingeht. Ja, ich mich auch, aber kannst du nicht irgendwas machen? Du hast doch Hacker-Skills. Oh Mann. Der dunkle Fusionsreaktor der Zitadelle. Damit ja. Bringen sie den Tunnelverstrecker an. Aha. Diese Chance kriegen wir nie wieder. Wir müssen Breen aufhalten. Ja, wenn du das sagst, meine liebe Alex, dann bin ich da dabei. Jetzt muss ich erst noch ein bisschen was tippen. Das wird jetzt wohl von der anderen Seite gelenkt. Du musst in den Kern gehen und sehen, was du tun kannst. Okay. Geh in den Aufzug, ich lass dich dann rein. Super. Als hättest du den Aufzug vorne nicht. Ja, alles easy. Tschüss. Mach sie fertig, Gordon. Ach ja, großartig. Oh yeah. Dr. Freeman, Dr. Freeman, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert Fuck. Werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen. Hallo? Da habe ich den Sprung versaut. So. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Sollte ich Zeit dafür haben? Hä, was war das denn jetzt? Dr. Freeman, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Sollte ich Zeit dafür haben, werde ich vielleicht eins nach Ihnen benennen. So werde ich nicht ganz vergessen. Wenn die Singularität zusammenbricht, bin ich weit weg. In einem anderen Universum. Okay, das war gut. Sie wiederum werden auf jede mögliche und teilweise sogar unmögliche Weise vernichtet werden. Ich weiß nicht, was ich damit erreichen wollte. Okay, die habe ich auch. Halleluja. Hier geht's dann mal richtig ab. Das ist halt geil, dass ich das quasi so als Waffe verwenden kann. Okay, ich muss im richtigen Moment draufspringen. Ja, nochmal runter und wieder hoch. Natürlich. Zack. Und weiter. Und weiter. Direkt tot. Wir speichern einfach mal. Aus Prinzip. Oh Gott, ich bin zu langsam. Gut. Oh nein. Green macht sich aus dem Staub. Achtung. Schnell, Gute. Ja, ich gebe mein Bestes hier, meine Gute. Speichern mal zwischendurch, weil das will ich nicht alles nochmal machen müssen. Okay, weiter aufladen. Okay, okay, okay. Zack. Ich möchte einfach nur nicht Dinge unnötig doppelt machen. Das ist mein einziger Grund. Das ist, ja. Wie es ist. Oh nein, das war ein Fehler. Fuck. Oh gut, wobei, wenn ich schon mal hier bin. Oh Gott. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich meinen Anzug nochmal aufladen.
Kostet ja nichts. Okay, okay, okay. Wo muss ich jetzt hier weiter? Hier durch? Ne. Ah, hier muss ich. Hier muss ich hin. Doch, doch, ich bin noch da. Bin war nie weg. Hä? Okay, ich kann nichts dagegen machen anscheinend. Das ist ganz schön übel. Ich? Klar. Okay, wie kann ich die erwischen? Wie? Ja, ein paar Mal habe ich sie schon getroffen. Ich mache auf jeden Fall Damage. Muss halt irgendwie gut planen. Okay, einen habe ich. Geil. Ja. Ui, das war krass. Nice. Sehr, sehr gut. Hoi, 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 hoi. 15 Sekunden. Ja, was soll ich tun? Das sieht so aus, als wenn ich da drauf springen kann, aber das ist mir irgendwie alles zu unsicher. Nee, da springe ich jetzt nicht runter. Ich bin doch nicht behindert. Das schaffe ich niemals. Hm. Nichteinhaltung zeitkritischer Sequenz. Ja, aber was soll ich denn dann einhalten? Was jetzt? Wow, jetzt muss ich den Kampf nochmal machen. Ja, na fantastisch. Also jetzt muss ich auch noch auf Zeit kämpfen und hier... Geil, jetzt muss ich den Kampf, den ich gerade eben schon mal geschafft habe, nochmal machen. Super. Okay, einen habe ich schon zerstört. Geil. Gespeichert, okay. Was ist zu tun? Ja, ich habe ja gespeichert, alles gut. Aber was ist jetzt mein Ziel? Was ist jetzt hier? Ja! Zurück, Freeman. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Okay, ich muss da was zerstören. Okay, es sieht bisher ganz gut aus. Nein. Sie brauchen mich. Juhu! Ja, das war es. Das war's, als ob. Wir müssen schnellstens hier raus. Vielleicht haben wir noch. Oh. Zeit, Dr. Freeman. Zeit? Ist es wieder an der Zeit? Mir ist, als wären Sie gerade angekommen.
Sie haben viel erreicht in so kurzer Zeit. Das stimmt. Sie waren sogar so erfolgreich, dass ich ein paar interessante Anfragen ihretwegen hatte. Normalerweise würde ich sie ignorieren, aber dies sind keine normalen Zeiten. What the fuck? Was passiert denn jetzt, Alter? Anstatt jetzt. Ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für Sie zu entscheiden, wenn Ihre Zeit wieder kommen sollte. Ich okay. hoffe, Sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen, Dr. Freeman. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Ja, wenn. Nun, das wenn. Darf ich leider nicht sagen. Ach so, ja, nett. Danke. Also dann, ich steige hier aus. Okay. Dann tschüss, I guess. Was ist das? Das kann doch nicht das Ende sein, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Das wäre irgendwie antiklimatisch. Das ist das Ende? What? Okay, das war Half-Life 2. Krass. Okay. Okay. Das war geil. Das war geil und Bams, Alter. On spot, fand ich. Das war saugeil. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch am Ende mit der Kavitationsgun. Das war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Holy shit. Also ich muss sagen, ich bin echt gut durchgekommen durch das Game, muss ich sagen. Also es gab nur wenige Sachen, wo ich mal so ein bisschen gehangen habe, aber selbst dann ging es eigentlich immer ganz gut vorwärts, muss ich sagen. Es war okay. Es hat richtig Bock gemacht, es war richtig intensiv, richtig geil. Und ich finde, ganz ehrlich, das war richtig gut. Nicht nur, weil das, ja wie soll man sagen, weil das so richtig gut, also... Es hat halt alles gepasst. Es war so die Inszenierung, es war das Level-Design, es war so die Herangehensweise an Puzzle so und so noch ganz viele andere kleine Sachen, die da so richtig Spaß gemacht haben so. Und ich finde, das hat so einen gewissen Replay-Value, alleine dadurch, weil man halt so, weil man vielleicht, na gut, ja, mehrere Lösungen für ein Rätsel gibt es wahrscheinlich nicht, glaube ich nicht, aber so dieses, ne, so, klar, einerseits, wie schnell du gewisse Rätsel machst, unterscheidet sich, klar. Dann auch mit dieser Mechanik, mit diesem Aufheben. Vielleicht kann man doch irgendwie Objekte drehen, so, ne? Da kann man sich so wahrscheinlich noch ein bisschen mehr so reinfuchsen, so. Und ja, und ich denke mal, die Open World kann man wahrscheinlich da teilweise auch noch ein bisschen mehr erkunden, so. Obwohl ich ja schon relativ viel erkundet habe. Aber wahrscheinlich auch mit den Viechern da, die man so selber steuern konnte und so, wo man dann die Bälle hingeworfen hat. Da kann man bestimmt richtig coole Manöver machen. Aber irgendwie, ich habe das Spiel jetzt zu Ende gespielt und ich habe jetzt so richtig das Gefühl, dass ich heute so richtig viel erlebt habe. So, dass ich heute richtig, dass ich eine richtig geile Zeit hatte und dass es halt immer vorwärts ging. Das ist halt, also es gab halt keine Durchhänger. Es gab halt ab und zu mal so kleine Sachen, die so ein bisschen nervig waren. Aber ich fand, das hat sich echt im Rahmen gehalten. Das war noch vertretbar. Das war noch okay. Das war noch was, wo man sagen kann, ja, das passt. Das ist in Ordnung. Das ballert, das ist geil. Und sowas unterstütze ich doch sehr gerne. An der Stelle vielen Dank an Valve für dieses großartige Spiel und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich will es jetzt auch nicht mehr länger in die ja, Länge ziehen. Lamar. Oh, Lamar. Doch mal. Wo ist die hin? Ja, wo ist er denn? Haha, fantastisch. Ja, also ich will es jetzt auch nicht mehr länger in die Länge ziehen als notwendig. Ja, es war ein großartiges Spiel, hat super viel Spaß gemacht, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Spielt selber mal, so, probiert selber mal aus, es macht riesen Gaudi. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Projekt, vielleicht Ghost Runner, vielleicht was anderes. Schauen wir mal. Danke, tschüss!